Was kann man bei Berufskrankheiten machen? Das ist auch sehr kurz, kurze Möglichkeit, in einem knappen Video zu erklären, was man machen kann. Ich sage immer mal am Anfang anfangen. Bist du in einem Bereich tätig, wo häufig Berufskrankheiten hochkommen? Wie zum Beispiel im alten Pflegebereich Menschen, die eine Rückenerkrankung haben. Das heißt, du solltest, wenn du in einem Bereich arbeitest, dir da grundlegend darüber bewusst sein, welche Berufskrankheiten können auftreten bei deinen Mitarbeitern. So, und daraus müssen sich dann Maßnahmen ableiten lassen. Die VBG sagt halt, die Maßnahmen müssen wirksam sein. Das heißt, im alten Pflegebereich sollte man schauen, dass die Mitarbeiter entweder nicht alleine die Einsätze fahren, ich weiß, die Pflegesituation ist sehr, sehr schwierig, oder zumindest die technischen Möglichkeiten haben, Menschen nicht alleine wuchten zu müssen. Das heißt, erstmal informiert sein, was gibt es dort für Berufskrankheiten, und dann muss man Maßnahmen planen. Und ganz klar, auch dort ist wichtig, betriebliches Eingliederungsmanagement natürlich zu schauen, erreichen Menschen ein gewisses Alter, können die gewisse Arbeit nicht mehr tun. Dass man bei der Unternehmensplanung darauf schon achtet, dass man vielleicht ältere Mitarbeiter in eine Lehrwerkstatt einsetzt und die neuen Mitarbeiter einfach anlernen in gewissen Bereichen. Oder man gibt den jüngeren Menschen sozusagen bei der Tätigkeit mit dabei und die kontrollieren dann auf Richtigkeit. Ne? Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber immer erstmal wissen, was kann in meinem Bereich eintreten und wie kann ich damit umgehen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Nur nicht erst alles ausschließen. Oder auch einen kranken Mitarbeiter das dann einfach weitermachen lassen. Immer dran denken, das ist sehr unangenehm und kann sehr nach hinten losgehen.